Herr Präsident, meine Damen und Herren, vergangene Woche wurde in der Landeshauptstadt der Notstand ausgerufen. Was ist passiert? Musste die Stadt Düsseldorf den Notstand ausrufen wegen gewaltsamer Aufstände? Gott, glücklicherweise nein. Der Notstand wurde ausgerufen, weil etwas passiert, was seit 4,6 Milliarden passiert. Das Klima unseres Planeten wandelt sich. Eine Vertreterin des Jugendrats befahl den Vertretern im Stadtrat, Zitat, sie müssen sich heute für den Klimanotstand entscheiden, Zitat Ende. Und Köln hat es Düsseldorf, wie bekannt, natürlich nachgemacht. Immerhin hat die Landesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD klargestellt, dass die Ausrufung des Notstandes den Kommunen keine besonderen Rechte gibt. Der vorliegende Antrag der Grünen ist ein vermeintlich weiterer Baustein, um das Klima unserer Erde zu retten. Wenn wir schon nicht in der Lage sind, unsere Grenzen zu kontrollieren, so sind wir offensichtlich in der Lage, das Klima zu kontrollieren. Ein Hindernis zur Klimakontrolle ist für die Grünen offensichtlich der Pkw. Schon im ersten Satz des Antrages wird die Richtung vorgegeben. Zitat: Nach wie vor wird der Pkw-Verkehr gegenüber allen anderen Verkehrsträgern bevorzugt. Dies zeigt sich auch bei einigen landes- und bundesrechtlichen Regelungen. Zitat Ende. Auf dieser Annahme beruht dann der gesamte Antrag. Die Kernforderung ist, dass das Bundeseinkommensteuergesetz und das Landesreisekostengesetz jegliche Fortbewegungsart gleich behandeln soll. Ähnlich wie beim allseits bekannten SPD-Antrag gleicher Lohn für gleiche Arbeit wird hier ebenfalls eine Gleichmacherei für Ungleiches gefordert. Im NRW-Landesreisekostengesetz wird interessanterweise unter § 6 nicht nur zwischen Pkw, 30 Cent Kilometer, und Fahrrad, 6 Cent, unterschieden, sondern auch zwischen zweirädrigen Kraftfahrzeugen. Letztere erhalten 13 Cent je Kilometer. Dieses Detail wird im Antrag der Grünen nicht erwähnt. Nun zum wichtigsten Detail, welches die Grünen ebenfalls ausgelassen haben. Ich zitiere aus dem § 6. Mit diesen Pauschalsätzen sind die Kosten der Fahrzeugvollversicherung abgegolten. Es gibt also einen konkreten Grund, warum Fahrrad und Motorrad eine geringere Wegstreckenentschädigung zugestanden wird. Selbst ohne den Blick in das Gesetz ist es nachvollziehbar, dass an dieser Stelle eine Differenzierung stattfindet, ja, stattfinden muss. Die Differenzierung aus ideologischen Gründen aufzuheben, wäre schlicht und ergreifend verkehrt. Kommen wir zu einem weiteren halbgaren Stelle im Antrag. Die Grünen behaupten, die Wegstreckenentschädigung wäre ein Anreiz, mit dem Auto statt mit dem Fahrrad zu pendeln. Ich halte diese im Antrag nicht näher belegte Behauptung für äußerst fragwürdig. Würden die Beamten und Richter wirklich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit fahren, wenn sie dafür 24 Cent mehr pro Kilometer bekämen? Der gesamte Antrag ist ein Antrag gegen die vermeintlich klimaschädigenden Autofahrer, welche aus Geldgier mit dem Auto zur Arbeit pendeln würden. In Düsseldorf wurden im April auf zwei Straßen Fahrspuren für den privaten Pkw-Verkehr gesperrt. Dort dürfen unter anderem nur noch der SPD-Oberbürgermeister mit seinem Auto sowie Busse und Fahrräder fahren und ab dem 17. Juli auch Fahrgemeinschaften. In Zukunft plant die Stadt sogar, diese Streckenverbote für private Pkw noch auszuweiten. So viel übrigens zur Bevorzugung und Gleichstellung der Verkehrsträger. Dass die Pkw-Pendler-Diskriminierung natürlich zu noch mehr Verkehrsbehinderungen in Düsseldorf führt, zeigt eine Datenauswertung vom vergangenen Monat. Zitat Rheinische Post: Die neuen Umweltspuren in Düsseldorf verlangsamen den Verkehr, auch auf den Alternativrouten. Zitat Ende. Weitere Einschränkungen für den privaten Pkw-Verkehr erwarten uns nach den Sommerferien. Der Oberbürgermeister in seinem Diesel wird es freuen, aber vielleicht fährt er ja dann mit dem Fahrrad, wenn er ja 30 Cent als Anreiz bekommt. Die ca. 4,7 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen, welche jeden Tag über die Grenzen ihrer Stadt hinweg pendeln werden, denen wird das wahrscheinlich nichts bringen. Und sie können nicht auf das Rad umsteigen.
Es gibt viele Verbesserungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Verkehrsmittel. Ein Eingriff in das Reisekostengesetz gehört sicherlich nicht dazu. Den vorliegenden Antrag will auch, wie wir es kennen, Ungleiches gleich machen. Das lehnen wir ab. Umweltschutz ja, verkehrspolitischer Unsinn nein. Vielfältige Verkehrsmittel benötigen vielfältige Infrastruktur im Gesetz und auf der Straße. Der Überweisung stimmen wir zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schroterbeck. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Liengeber das Wort.